Wanna Teach, Learning While Reading by Dominik Wexenberger. Kapitel 10. Berufe. Text 1. Ein Schauspieler lernt seine Rolle und interpretiert sie. Er arbeitet im Studio vor der Kamera. Ein Architekt plant ein Gebäude und zeichnet einen Plan. Er arbeitet im Büro. Eine Künstlerin malt Bilder mit Farbe und Pinsel und arbeitet in einem Atelier. Ein Ingenieur baut Autos und Motorräder und arbeitet in einer Werkstatt. Eine Babysitterin passt auf das Kind auf und liest dem Kind eine Geschichte vor. Sie arbeitet im Haus. Eine Bäckerin bäckt Brot und verkauft es. Sie arbeitet in der Bäckerei. Der Friseur schneidet dem Kunden die Haare. Er arbeitet im Friseursalon. Der Geschäftsmann schließt einen Vertrag ab und unterschreibt den Vertrag. Der Metzger macht Wurst und schneidet Fleisch. Er arbeitet in der Metzgerei. Die Schreinerin sägt und hämmert mit Säge und Hammer in ihrer Werkstatt. Text 2. Die Kassiererin verkauft Produkte und kassiert im Supermarkt. Der Koch wäscht das Gemüse, kocht es und bereitet das Essen zu. Er arbeitet in der Küche in einem Restaurant. Die Kindergärtnerin erzieht die Kinder und spielt mit den Kindern. Sie arbeitet im Kindergarten. Der Programmierer programmiert und entwickelt Programme am Computer. Der Hausmeister repariert und putzt im Haus. Der Sekretär vereinbart Termine und geht ans Telefon. Die Pizzabotin bringt die Pizza nach Hause. Der Hafenarbeiter kontrolliert die Container am Hafen. Der Fabrikarbeiter packt das Paket, kontrolliert es und schließt es in der Fabrik. Der Bauer pflegt seine Tiere, baut Gemüse und Früchte an und fährt mit dem Traktor auf dem Bauernhof und auf den Feldern. Text 3. Der Feuerwehrmann löscht das Feuer und rettet die Leute. Der Fischer fängt frischen Fisch und verkauft den Fisch auf dem Markt. Der Chef stellt das Personal ein und aus und bezahlt ihr Gehalt. Die Gärtnerin pflanzt Bäume und Blumen im Garten. Der Krankenpfleger pflegt die Patienten und hilft den Patienten. Er gibt den Patienten ihre Medizin. Der Hausmann bleibt zu Hause und macht die Hausarbeit. Der Journalist interviewt wichtige Personen, zum Beispiel Politiker, und schreibt Artikel für die Zeitung. Die Anwältin verteidigt ihre Klienten vor Gericht. Die Postbotin bringt die Post. Text 4. Der Filialleiter leitet die Filiale und kontrolliert die Mitarbeiter. Die Nagelpflegerin pflegt die Nägel und bemalt sie. Die Mechanikerin repariert und testet den Motor in einer Werkstatt. Der Arzt untersucht den Patienten und verschreibt ein Rezept. Er arbeitet in seiner Praxis. Der Spediteur hilft beim Umzug und fährt den LKW. Der Pianist gibt ein Konzert und begeistert das Publikum im Konzertsaal. Die Malerin streicht die Wand von meinem Haus. Der Apotheker informiert die Patientin und mischt ihre Medizin. Die Fotografin fotografiert das Modell und entwickelt die Fotos in ihrem Studio. Die Pilotin fliegt das Flugzeug und landet es.
Sie arbeitet im Flughafen und im Flugzeug. Der Polizist regelt den Verkehr und verhaftet Diebe. Der Elektriker repariert das Kabel und installiert das Licht. Die Autoverkäuferin verkauft das Auto und überzeugt den Kunden. Text 5. Der Müllmann holt den Müll ab. Der Wachmann bewacht die Firma und kontrolliert den Ausweis. Der Soldat verteidigt oder greift ein Land an. Der Lehrer unterrichtet die Schüler. Er schreibt Prüfungen und er korrigiert sie. Er arbeitet in der Schule. Die Übersetzerin übersetzt Gespräche und Texte von einer Sprache in die andere. Sie arbeitet im Büro oder auf Konferenzen. Die Reisebüro-Mitarbeiterin berät die Kunden, organisiert Reisen und verkauft sie im Reisebüro. Der Lkw-Fahrer transportiert Waren und Güter von einem Ort zum anderen. Der Tierarzt untersucht Tiere und gibt den Tieren Medikamente. Er arbeitet in einer Tierarztpraxis. Die Kellnerin nimmt die Bestellung auf und bringt das Essen. Später bringt sie die Rechnung und kassiert. Text 6. Was ist dein Beruf? Ich bin Polizist. Und wie viel verdienst du? Nicht so viel. Wie lange musst du arbeiten? Ich arbeite jeden Tag 8 Stunden, 5 Tage pro Woche. Ist deine Arbeit interessant? Ja, ich mag sie sehr. Sie macht mir Spaß. Hast du studiert oder hast du eine Ausbildung gemacht? Ich habe eine Ausbildung gemacht. Du brauchst kein Studium, um Polizist zu werden. Sehr interessant. Danke für das Gespräch. Bitte, gern geschehen.